Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Input der Gemeinde Life Unlimited, weil das Leben mehr ist. Ich heiße Monika Jöchle. Heute ist ein wunderschöner Tag. Blauer Himmel. Ich liege auf meiner Liege in meinem Garten. Schmetterlinge sind am Flieder. Ich habe mindestens 5 verschiedene Sorten gezählt. Weiße, blaue, einen Zitronenfalter, ein Admiral und ein Pfauenauge. Also lauter Arten. Auch auf meinen Blumen, ich habe fette Hennen. Und da sitzen hunderte von Bienen. Und sie summen und sie gehen überhaupt nicht an mich, sondern nur die Blumen sind wichtig. Es ist wunderschön und ich darf das alles bewundern. Gott hat uns das alles geschenkt. Ja, nimm dir eine Auszeit. Überanstrenge dich nicht. Denn unser Vater sagt, suche seinen Frieden und jage ihm nach. Wir müssen sein Tempo finden und nicht unseres. Auf unseren Körper hören. Tut euch was weh? Dann habt ihr zu wenig Pausen. Gesundheit und Wohlbefinden ist so wichtig. Ein kostbares Gut, das uns Gott in die Wiege gelegt hat. Also, wir sollen genießen und immer wieder Kraft sammeln. Gott zeigt uns das Tempo für unser Leben. Wir überhören oft nur und sind ständig unter Stress. Im Psalm 62, 12 steht, mehr als einmal habe ich gehört, wie Gott gesagt hat, ich allein habe alle Macht. Frage Gott, ob das Tempo richtig für dich ist. Gott kann alles wieder richten, höre auf ihn. Er hat die Macht. Noch eine kleine Geschichte von meinem Mann. Er saß am Sonntag auf der Gartenbank. Da sah er ein Eichhörnchen, das wie wild suchte an unserem Haselnussstrauch, aber er fand keine Nüsse. Da ging mein Mann rein und holte hartes Brot, so klein geschnittene Bröckelchen, und setzte sich wieder auf die Gartenbank. Er warf weit weg ein Stück Brot und das Eichhörnchen flugs holte das Brot und aß es auf. Danach warf mein Mann wieder ein Stückchen Brot, aber näher zu sich. Das Eichhörnchen sah ihn an und ging wieder dieses Stück näher und aß wieder das Brot. Dann legte mein Mann auf die Bank, auf der er saß, das Brot. Und das Eichhörnchen setzte sich neben sich und aß den Würfel auf. Dann legte er ein Stück Brot auf seine Knie. Und was geschah? Das Eichhörnchen, so schnell konnte mein Mann gar nicht sehen, sprang einfach auf den Schoß, auf die Knie und holte sich das letzte Stück Brot und aß es genüsslich auf. Es war so eine Freude anzusehen, wie das Eichhörnchen, so gescheit es war, Schritt für Schritt immer näher zu meinem Mann kam, es Vertrauen fasste und keine Angst hatte, es zögerte überhaupt nicht. Ja, so sollen wir auf Gott zugehen, Schritt für Schritt, ihm vertrauen, hinschauen, es auch annehmen. Ja, in Psalm 33, 13 steht, der Herr schaut vom Himmel herab und sieht jeden Menschen, also auch dich. Er sieht, ob du Angst hast oder noch zögerst. Ja, denke einfach an Gott und mach Schritt für Schritt. Geh auf ihn zu, hab Vertrauen, glaube an ihn, wie dieses nette Eichhörnchen. Ich wünsche euch nun einen schönen, gesegneten Tag. Bis bald zu einem weiteren Input der Gemeinde Life Unlimited, weil das Leben mehr ist.